Hallo und herzlich willkommen, liebe Battlefield-Freunde, hier ist wieder euer Ruby. Ich habe mir gedacht, schalte ich doch mal eben ein hier, Battlefield. Ja, ganz lustig die Runde gewesen. Ich kommentiere nach, merkt ihr schon, weil ich es einfach nicht gebacken kriege, hier irgendwas zu reden, während ich mich da fies konzentrieren muss. Und man merkt es auch schon, es laggt ein bisschen. Ich habe hier auf mittlere Grafik gestellt, beziehungsweise stelle die gleich noch ein wenig runter hier, sobald ich in Deckung bin. Weil mir das einfach ein bisschen, naja, zu ruckelig war. Da habe ich lieber runtergestellt und jetzt hing ich in der Aufnahme so bei 25 FPS rum. Mein Spiel lief aber trotzdem auf 50 FPS. Ja, Battlefield zieht halt extrem viel CPU-Leistung. Ist ein bisschen ungünstig. Deshalb konnte ich da jetzt leider nichts gegen machen, dass das so ein bisschen ruckelig ist. An anderen Stellen wird es dann besser. Und es wird dann auch besser mit meinem, mit meiner KD, sage ich jetzt mal. Obwohl mir die eigentlich nicht so wichtig ist, muss ich wirklich sagen, in Battlefield. Ich ärgere mich natürlich schon, wenn mich irgendjemand hinter der Ecke wegholt oder sowas, weil ich einfach mal trotz dem Ping von 30 irgendwie ganz komisch. Was mache ich da? Ach ja, ich wollte was im Chat schreiben. Ja, das gefällt mir nicht so wirklich. Weil einfach bei einem Ping von 30 sollte das nicht sein. Aber na gut, man ärgert sich trotzdem, wenn man gekillt wird. Das ist alles unschön. Da ist jetzt ein Auto und ich dachte, ich kenne das noch von Battlefield, von anderen Battlefield-Teilen, dass die vorne offen sind und man die rausschießen kann. Aber nein, das ist leider nicht so. Deshalb bin ich da jetzt vorgegangen. Aber wenn ich mich recht entsinne... Nein, ich entsinne mich nicht recht. Ich wurde dort nicht wiederbelebt, leider. Aber ich komme dort direkt mit wieder raus. Konnte den Typen leider nicht retten. Ihr habt jetzt noch ganze 20 Minuten vor euch. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden diese Runde... Na, werden wir es gewinnen? Entscheidet für euch selbst. Oder guckt einfach bis zum Ende. Oder springt einfach bis zum Ende vor, je nachdem, wie ihr es macht. Hier lauern um die Ecke Haufen Gegner. Deshalb habe ich einfach mal probiert, den wieder zu beleben. Hier haben wir unseren M-Tag stehen, oder wie das Ding heißt. Da traue ich mich nicht ganz hoch zu gehen. Weil da irgendwie so viele Gegner in der Nähe zu scheinen. Und damit hatte ich sogar recht. Da hinten stehen nämlich echt viele. Und das ist natürlich auch eine gemeine Position. Dort ist keine Deckung in die Richtung. Hinterm M-Com kannst du dich zwar ein bisschen wegducken, aber wenn die von dort schräg hinten, wo der Sniper eben stand, reingucken, kannst du einfach nichts dagegen unternehmen. Hab mir jetzt mein Heli geschnappt, aber ich werde euch enttäuschen. Ich werde nicht teambedacht spielen, sondern werde... Was ist da unten mit diesem Wasser los? Egal. Sondern werde einfach jetzt den Heli ganz schnöde als Transportmittel benutzen, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, sage ich schon wieder. Ja, ist halt ein bisschen her, dass ich das aufgenommen habe. Am Anfang kriegen wir ziemlich auf die... aufs Pressbrett. Dafür geht es dann später echt zur Sache. Hier habe ich versucht zu landen. Ich bin lange in der Tele geflogen und also mir leider umgekippt. Ich wollte ihn eigentlich dorthin stellen und dann ein bisschen dort von der Seite reinholzen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, und jetzt, ne, kennt ihr bestimmt alle, richtig dämlich gemacht mit dieser, ja, mit dieser Kampfarea. Mit diesem Kampfareal, dass man da mit dem Heli so weit raus kann und dann, falls man mal wirklich abstürzt, keine Chance hat mehr dort reinzukommen. Ist natürlich ein bisschen selbstverschuldet von mir. Jetzt sitzt man hier direkt am M-Com dran. Hab auch gar nicht mitgekriegt, wie das erste hochgegangen ist. Ui, da habe ich mir auch gedacht, was zur... Ja. Da habe ich gerade noch die Granate unten am Bildschirmrand gesehen und bin weggehüpft. Wäre natürlich auch ein bisschen doof gewesen, dass ich da jetzt gekillt werde von einem Sniper bzw. von der Granate. Aber was hier wirklich dämlich ist, man wird immer flankiert. Diese Eisenbahnschienen, da, die paar Waggons, da kannst du dich natürlich super hinter verstecken. Aber wenn du nicht weißt, wie, ich spiele halt das erste Mal jetzt wirklich auf dieser Map Rush. Ja, da bist du so ein bisschen am weil du einfach die ganze Zeit flankiert wirst. Du hast keine Chance hier irgendwie... loszukommen. Da habe ich mich in dem Moment habe ich mir dann gedacht, nee, danke, weil meine Teamkameraden, ja, den habe ich dann noch schnell ein Medpack hingehauen, aber mehr konnte ich dann auch nicht für die tun. Da hinten der Typ irgendwie, den habe ich nicht gekriegt, wusste ich auch nicht warum.
Jetzt geht mein Bildschirm hier aus. Super Sache. Ich gucke mir das ja im Aufnahmeprogramm im Nachhinein an. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wo ist meine Granate? Aber die kam nur knapp zu spät. Die brauchen extrem lange zum Explodieren. Ich weiß nicht, gibt es noch Impact-Granaten? Nee, in dem Battlefield hier nicht, ne? Das wäre natürlich geil. Hier hätte ich auch noch warten können und hätte dann direkt in Humvee einsteigen können, aber ja. Der fährt jetzt hier rum. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil so kommen wir dann mal von der Seite rein. Nicht so wie alle anderen, dass wir den Aufgang dort benutzen, wo man hochfahren kann. Deshalb bin ich auch hier ausgestiegen und bin hier rüber, weil hier habe ich noch ein wenig Blickdeckung, Sichtdeckung. Und hier habe ich mich gefreut, ja, befördert 38. Und habe mich im selben Moment da über das fliegende C4 gewundert. Und jetzt wurde ich gleich von dort links irgendwie beschossen, deshalb musste ich hier gleich weg. Nee, der war das nicht. Irgendwie von links kam jetzt noch ein Sniper, der mir ganz arg zusetzte. Und hier hatte ich mir auch gedacht, dat aim, ey. Der lag da auch irgendwo auf dem Fußboden, aber ich habe nicht mehr... Ach doch, ich habe ihn noch gekriegt. Ja, genau den Sniper meine ich. Der ist mir echt auf den Sack gegangen. Hier wusste ich jetzt nicht, ob wenn ich mich hinlege, ob ich nur dann sicher bin. Hier war jetzt ein extremer Lag. Da bin ich dann für 2 Sekunden irgendwie mit den Frames unter 5 gewesen oder so. Ich hatte keine Ahnung warum. Deshalb habe ich mich dann auch geärgert, als ich hier gestorben bin. Weil ich kann ja nichts dafür, dass das Spiel laggt. Das habe ich dann auch oben reingeschrieben. Ja, ihr seht schon, so kann man ein bisschen die Schimpfwortfilter umgehen. Kennt wahrscheinlich beinahe jeder diesen Trick. Aber es ist natürlich auch ärgerlich. Also noch ärgerlicher als in einer Ecke weggeholt zu werden, obwohl man einen guten Ping hat, ist eigentlich wirklich das hier, was ihr eben gesehen habt. Weil sowas darf eigentlich einfach nicht sein, dass es so extrem laggt. Und mein PC hatte, ja okay, beim Aufnehmen und Battlefield spielen gleichzeitig, da hat er so eine CPU-Auslastung von 90%. Aber meine Grafikkarte ist immer nur zu 20% bis 50% ausgelastet. Das finde ich total komisch. Und an der Stelle hier dann habe ich versucht, die Leute zu überfahren. Hat nicht so ganz funktioniert. Deshalb bin ich dann hier raus und habe versucht, ein bisschen Rabune zu machen. Auf der Karte habe ich dann gesehen, dass dort hinten irgendwo einer ist, aber den habe ich dann nicht gefunden. Ach doch, ganz, ganz hinten. M16A3 habt ihr ja schon am Anfang gesehen, habe ich mir eingepackt. Einfach so als, naja, fand das ganz gut. Also, hab die vor, als ich mit Battlefield angefangen habe, also vor einem Vierteljahr oder so, habe ich ja jetzt erst die 3. Ja, da habe ich mir auch gedacht, M16A3, ich kam einfach nicht auf die klar. Das war für mich die schlechteste Waffe, die es gab. Aber, mittlerweile habe ich mich eingespielt, habe ein bisschen Zeug freigeschaltet. Ich glaube, innerhalb dieses Matches habe ich auch einiges freigeschaltet. Denn ich finde das übrigens sehr lustig, wieder die Granaten im Sitzen, liegen, die wirft. So. Hier, das kann ich nur jedem beraten, geht über die linke Flanke, da ist kaum einer. Und wenn, dann sind dort Sniper, die wahrscheinlich in die andere Richtung gucken. Deshalb habe ich mich auch in diesem Haus hier verschanzt, weil ich die da ein bisschen flankieren kann. Ist natürlich auch Glück, dass wir jetzt auf einem Server sind, der glaube ich 150 Tickets hat. Sonst hätten wir diese Stage wahrscheinlich niemals überlebt. Sonst hätten wir ja jetzt mit 13 Tickets da gestanden, was echt doof wäre. Aber mein Team war gar nicht so unbrauchbar. Das ist halt bloß wirklich eine schwere Stage, weil da hochzukommen ist nicht allzu einfach. Hier auf diesen Absatz. Und da kam jetzt links der Panzer und hat auf mich geschossen. Deshalb habe ich mich da jetzt mal ganz... dezent. Naja. Hier ist gerade der Ton extrem komisch. Habe ich mich auch gerade gewundert. Ich habe mich schon sterben gehört, bevor hier überhaupt was abging. Muss ich gleich nochmal gucken, ob ich den vielleicht nochmal synchronisieren muss. Wäre natürlich dämlich. Ach nee, Leute, hä? Ja, hier... Jetzt sagt das erst. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das... Ja, wahrscheinlich wegen den Frames. Das ist so asynchron. Ach nee, Leute. Schöner. Ja. Ach, meine Fresse. Gut, ich versuche das nachzusynchronisieren. Also ich probiere da ein bisschen was noch dran zu machen. Ich weiß leider nicht, ob es funktioniert.
Das werdet ihr dann beurteilen müssen, inwieweit mir das gelungen ist. Da habe ich mich jetzt nicht getraut, den holen zu gehen. Und jetzt geht mein Bildschirm schon wieder aus. Meine Fresse. Das ist doch echt nervig, ja? Das ist so richtig nervig. Ach, das ist mein Cursor, der hier auf dem Bild ist. Und den Sniper, den habe ich leider nicht gekriegt. Obwohl ich mir gedacht hätte, den hätte ich eigentlich kriegen müssen, weil so, ne? Ich denke mal, das hängt gerade damit zusammen, dass es hier ein bisschen... dass es so asynchron ist. Weil er das nicht immer mit 30 Frames aufgenommen hat. Sondern halt meistens so mit 25. Und ich das jetzt hier mit 30 Frames wiedergebe. Hier haben wir den Typen jetzt gesucht. Das ist natürlich ein bisschen Spoiler jetzt hier. Wie ich hier getroffen werde. Das ist lustig. Und bloß guckt sich natürlich überhaupt nicht schön an. Unsere Aufgabe ist jetzt im Prinzip da hochzukommen und möglichst schnell diese M-Coms zu legen. Weil diesmal haben wir echt eine bessere Stage erwischt. Also die geht jetzt sehr viel einfacher. Hier habe ich mich bloß in diesem blöden Busch da verklemmt. Fand ich nicht ganz so lustig, weil das natürlich... Das ist auch so ein Ding, was an Battlefield echt nervt. Du bleibst andauernd an irgendwelchen Sachen hängen. Hängt natürlich auch mit damit zusammen. Achso, jetzt kommt diese Stelle, da ist der Sound kurz weg. Kurzer Cut, bin ich wieder da. Hallo? Hallo, schwarzes Bild. Jetzt wieder da. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Also ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, bevor ich es jetzt nachkommentiere. Und da war das nicht so schlimm. M-Com gerettet hier nochmal eben. Beziehungsweise eben nicht gerettet. Eben aus unserer Sicht natürlich gerettet. Immer schön drauf achten, wenn ihr so einen Typen seht, der kommt, Leben hat, immer schön das Medipack hinlegen, immer schön wiederbeleben, das ist in Rush Team Deathmatch echt wichtig. Also ich hatte letztens, ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe, hatte ich einen Team Deathmatch, da war meine KD jetzt nicht ganz so rosig. In Team Deathmatch kann man schon mal auf die KD gucken, weil darum geht es ja im Prinzip, ne? Aber in den anderen Modi, da gilt eigentlich nur das Siegen und das sollte alle klar sein. Weil ansonsten kann man auch gleich irgendwas anderes spielen. Wo es einfach nur darum geht, rumzuballern und keinerlei taktische Tiefe dahinter steckt. Wie gesagt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich nicht, warum ich den Chat ausgeblendet hatte. Ich wollte eigentlich eine Granate werfen und bin da ja wahrscheinlich auf H gekommen. Und habe den Chat ausgeblendet. Das war nicht so ganz intelligent von mir. Aber egal, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Team Deathmatch, KD gucken, okay. Ich hatte da irgendwie einen 43, 38 oder so. Aber für mich war das ganz okay, weil ich trotzdem Teambester war, weil ich einfach in diesem Spiel 30 Wiederbelebungen hatte oder so. Also jetzt ungelogen, das war so extrem und das hat auch weitergeholfen wie sonst was. Hier, da haben wir ihn einmal getroffen, aber er ist gut zur Seite ausgewichen. Es war auch eben ein bisschen Glück, dass wir da in dem Moment lang gekommen sind, als der Typ da hinter uns aus diesen blauen Dingern da sprang. Und wir seinen Kollegen davor erledigt hatten. Das wäre sonst leicht ungünstig für uns geworden. Hier habe ich jetzt mal auf diese Kanten geguckt, weil die sahen ja wirklich unter aller Sau aus. Selbst auf mittlersten Grafikeinstellungen sollten solche Texturen nicht verzerrt sein. Hier genau die Typen hatten keine Dings mehr. Und jetzt ist mir erst aufgefallen, dass die Ladung dort unten drin ist. Und dann musste ich natürlich jetzt dorthin. Also ich hatte gedacht, die liegt irgendwie dahinter. Und erst jetzt ist mir so aufgefallen, dass die in diesem Häuschen drin ist. Und in dem Moment bin ich jetzt hierher. Die hintere Deckung ist mir natürlich dabei flöten gegangen durch meine Granate. Und ich habe uns das Ding noch hier scharf gemacht. Da kam noch ein Kollege, aber ich habe es geschafft, die scharf zu machen. Ich brauche nämlich immer noch, obwohl ich Level 40 bin fast, habt ihr ja vorhin gesehen, brauche ich immer noch dieses Ribbon da. Das hat mich echt angenervt. C4 Noob habe ich, glaube ich, oben reingeschrieben. Genau. Genau, ich brauche immer noch dieses Ribbon, dieses M-Com zerstört Ribbon, um eine Waffe freizuschalten oder um diesen Auftrag da zu machen. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist, aber dazu muss man, glaube ich, 5 oder 10 M-Coms scharf machen. Und das ist jetzt erst meine dritte oder zweite, die ich überhaupt gemacht habe. Also, ja,
ich bin vorher nicht so ganz auf Teamplay gegangen. Hier kann ich jetzt auch wieder nur jedem raten, sobald es natürlich weitergeht, links rumzurennen am Strand. Da sind echt wenige Leute unterwegs. Hier muss ich mich gerade nochmal zurückziehen, weil ich beschossen werde. Ansonsten renne ich eigentlich immer schon ein Stückchen weiter vor mit. Hinter mir muss einer revived werden. Den habe ich aber zu spät gesehen, glaube ich. Nein, ich schaff's noch. War das unser Dingens? Heli? Ja, 2010, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, okay, einen M-Com scharf gemacht. Da muss ich eigentlich nochmal was drauflegen. Ist natürlich auch doof, wenn es jetzt so ein bisschen ruckelt, die Aufnahme, beziehungsweise im Spiel. Also könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wenn das so ruckelt, da spielt man natürlich deutlich schlechter als normal. Und hier links habe ich mich echt gewundert, wie frei das ist. Deshalb habe ich mich gerade mal hinter diesen Stein geduckt und versucht ein bisschen zu snipen quasi. Aber das ist mit der M16A3 natürlich ein bisschen nicht schlecht. Ne? Immerhin haben wir sie unterdrückt und da erstmal vertrieben. Hilfe bei Kill 72, also getroffen haben wir sie ordentlich. Jetzt gehe ich hier noch weiter links lang und ich habe mich, wie gesagt, echt gewundert, dass da niemand ist, weil normalerweise bist du da ja wie auf dem Servierteller. Das ist unglaublich. Und das wird jetzt die Stage, in der wir mega schnell durchgehen, weil die einfach so echt einfach war. Da habe ich gerade links neben mir einen Gegner schreien gehört, deshalb war ich in der Situation ein bisschen vorsichtig. Aber es war niemand da, habe ich hier mal M-Com scharf gemacht und da drüben noch den gesehen, aber nicht getroffen leider. Ich bräuchte eigentlich mal Muni, um meine Granaten wieder aufzufüllen, aber das ist mir nicht so ganz, also ich denke da immer nicht dran. Ja, Luftabwehr auch sehr gut gegen Infanterie. Natürlich für einen selbst nicht so ganz, naja. Aber jetzt ist der Ton gerade wieder synchron. Stimmt ja, ich hatte ja eine neue, vorhin gab es ja einen kurzen Cut, als der Ton bei dem M-Com war, weg war. Deshalb ist der Ton jetzt wieder synchron. Den Rest versuche ich jetzt nochmal anzupassen. Entschuldigt das bitte, falls das nicht ganz gelungen ist. Aber das ist jetzt wirklich ein Augenschmaus, was hier auf dieser Stage abgeht, weil das einfach mega einfach war. Also... Doch, mir fällt gerade auf, ich hatte die Map vorher schon mal gespielt. Da ist ja rechts dieses Flugfeld, also geradezu sozusagen jetzt. Und da kann man ja rechts an der Mauer lang rennen und die da von hinten erledigen sozusagen. Aber das habe ich ab und zu mal probiert gehabt, als ich das mal gespielt habe. Und ich habe es nie auf die Reihe gekriegt. Hier hatte ich kurz überlegt, ob ich den knife, aber ja, ist dann wahrscheinlich sogar besser so hier, weil sonst hätte mich wahrscheinlich einer von denen seinen Teamkameraden erledigt. Hier ist mir dann aufgefallen, dass hier irgendein Typ in der Ecke stand, weil da ein Typ von mir gestorben war. Da muss ja einer sein, ne? Und da hatte ich gerade Glück, dass ich den so schnell in der Ecke gesehen habe, beziehungsweise der direkt losgerannt ist, um das M-Com zu entschärfen. Und da hatte ich jetzt echt Glück, dass da drüben die mich gar nicht mitgekriegt haben, aber plötzlich liegt hier so eine Granate. Hier wäre die eher explodiert, wäre ich wahrscheinlich mit draufgegangen. Also der Timer mit den Granaten ist nicht ganz so optimal. Okay, erwischt hat mich trotzdem noch einer, aber naja. Hier steht die Luftabwehr jetzt davor, was natürlich ungünstig für uns ist. Und meine Teamkameraden kommen gerade alle bei mir gespawnt. Ist natürlich auch sinnvoll, ne? Deshalb habe ich mich da jetzt nicht getraut, irgendwie rauszugehen, damit meine Teamkameraden dort erstmal spawnen können. Und da hat es mich jetzt leider erwischt. Ist natürlich nicht ganz so angenehm, aber was will man machen? Immerhin konnte man diese Stellung dort halten. Meine Teamkameraden bzw. meine Squad-Kameraden sind zwar auch draufgegangen, oder einer zumindest. Dafür sind wir schön vor, haben wir schön Druck gemacht. Und das nützt dann ja dem ganzen Team was. Ich muss hier gerade nochmal gucken. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir. Bei der Aufnahme. Genau, bei 19 Minuten 20 sind wir gerade. Hier habe ich es jetzt doch nochmal rechtsrum probiert und habe da hinter diesem Ding so einen Typen gesehen. Und habe da einfach mal reingeballert, aber irgendwie habe ich niemanden getroffen. Deshalb bin ich dann hier weiter rum. Habe bemerkt, dass es da ja gar nicht drüber geht, sondern dass es da sprengen muss. Und stattdessen dann einfach hier mal rüber. Einfach mal hier, wo wir gerade alle sind, schön einen Medpack hinhauen, weil, ne, damit machst du nicht nur dich selber glücklich, weil du länger lebst, sondern alle. Und an der Stelle hatte ich jetzt ein bisschen Panik, weil die von zwei Seiten kommen konnten. Und habe einfach mal eine Granate geworfen, damit die das nicht entschärfen können.
war natürlich ein bisschen unbedacht, weil die eben von links kamen und ich habe nicht so wirklich realisiert, dass das Gegner sind. Weil, ja, mein Team war so weit vorne, da erwartest du einfach nicht mehr, dass die auch schon so weit, also dass die da von links kommen, wo dein ganzes Team doch gerade dort ist. Da habe ich allen Ernstes gedacht, das wären Teamkameraden von mir. Ja, okay, ist ein bisschen doof für den Ausgang jetzt. Allerdings haben wir es jetzt geschafft. Die DAO 12 haben wir freigeschalten, frage ich mich warum. Weil eigentlich hatte ich die schon freigeschalten und habe da auch schon öfters mal mit der gespielt. Habe ich mich gefragt, was das soll. Aber gut, am 16A3 ein 6-fach-Zielrohr, das brauchst du eigentlich wirklich nicht. Habe das Ganze hier jetzt nochmal laufen lassen. Ja, das war das, glaube ich, mit den MCOMs, das wir hier gemacht haben. Hier seht ihr nochmal 26-12, ganz okay, 2 MCOMs gelegt. Oder 1, war es 1? Ach Gottchen, ich habe keine Ahnung mehr. Kurzzeitgedächtnis à la Pro. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, einen Kommentar, was ich verbessern kann. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Auf Wiedersehen!